Willkommen erstmal ready. Zurück zu Schicksal 7. Heute mit Daumen hoch. Ihr kennt das ja. Wir sind, glaube ich, dem Ende der Story sehr nah. Das ist gut. Ich ignoriere einfach mal, dass du da lang gegangen bist, um dich zu verstecken. Der muss sterben. Da. Schießt der auch mal oder eher nicht so? Strip mining the solar system? That's kind of impressive. Ach so. That's radioactive and unstable. Don't hold on to it for too long. Sascha, nein. Was? Da rein. Aber ich wollte es haben. Ja, aber jetzt guck mal, was du damit gemacht hast. Guck mal, da kommen ganz viele Gegners. Wo sind die Gegners? Da direkt vor dir. Da ist auch nichts mehr mit 100 Meters. Da war ein Volvo, der wollte dich töten. Ein Volvo? Geht. Guck mal, was ein Zufall, genau jetzt ist es fertig. Das ist ja verrückt eigentlich, oder? Ah, hier die Munition. Das ist ja eine verrückte Geschichte. Ich habe ein Standbild, aber ich bin nicht abgestürzt. Ich habe auch ein Standbild, das ist aber auch nicht abgestürzt. Wann treffen wir uns heute eigentlich mit Chris? Oh. Um 8? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ich hab gedacht, du warst. Der hat gesagt, der schläft nochmal eine Runde, weil er nicht viel geschlafen hat. Ja, so 4 Stunden sind nicht so viel, das stimmt. Ja. Und er schläft dann nochmal, wenn er fertig ist. Ah, okay. I see. Tom. Guck mal, die Sonne. Schön. Ist das wirklich die Sonne? Nein, das ist glaube ich der Traveler. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Wobei ich immer noch nicht verstehe, was der Unterschied zwischen Traveler und der Sonne ist. Okay, hier, dann wieder. Ja, aber so wie ich das verstanden habe, ist doch, der Traveler ist doch einfach, um eine Sonne oder um ein sonnenähnliches Gebilde rumgebaut, oder? Nee, der Traveler ist ja quasi der, Kern.
das, was drumherum gebaut wird, wird ja, um die Energie vom Traveler zu klauen. Ja, ja, genau, das meine ich ja. Aber. Und, Der Traveler selber ist. Der Traveler ist quasi das, was den Guardians die Energie gibt, das Licht. Ja. So, aber wir sind ja jetzt quasi in der inneren Shell vom Traveler, ne? Nee. Nein? Was ist denn das da? Guck doch, das ist so ein Raumschiff. Ach so. Wir haben das Mutterschiff von denen infiltriert bei dem. Ja. Deswegen mussten wir das Raumschiff von denen klauen, damit die denken, wir sind einer von denen. Ah. Dann kurz Telefon. Wieder die Arbeit. Ich musste gerade Schnitzel konfirmen. Okay. Ah, ah! Weil es ist wichtig, dass du das Schnitzel konfirmst. Also was kriegst du dann, einen Schnitzel? Also, sonst gibt's nämlich keinen Schnitzel heute Abend. Oh, das ist dramatisch. Ja, das ist sehr dramatisch. Ups, daneben gegrätscht. Oh fuck my life. Ich bin dead. Reden Sie ein, Mr. Sascha. Ich mag die Schatten in dem Spiel. Ja. Das erinnert mich gerade so hart an Sunshine. Boah, so hart, aber. Kennst du den Film? Guck mal, wie schön das ist. Ja. Kennst du den Film Sunshine? Nö. Das ist einer meiner Lieblingsfilme, den kann ich nur empfehlen. Das ist ein Weltraum-Thriller-Horror-Film. Okay. Was hältst du eigentlich von meiner pink-chromfarbenen SMG? Sehr, sehr, sehr fancy. Ne? Find ja. Ich auch. Wie du lebst noch. Das war explodiert. Oh fuck. Der ist explodiert. Der ist auch ja Boom. Muss hinten auf seinen Feuertank schießen, dann explodiert der. We must go upward, which sounds like something Zavala would say. Aber ich bin immer noch ganz ehrlich, die Story von dem Spiel interessiert mich eigentlich so gar nicht. Immer noch. Ich fand zum Ende hin ist sie spannender geworden. Halt, als es aufs Ende zugeht, aber da ist auch so viel unnötige Scheiße in der Story drin. Ich glaube, die haben das auch schon mit Absicht gemacht, dass. Dass du die Story fertig spielen musst, um deinen Drifter zu kriegen, weil sonst wird das keiner machen. Muss ja notwendig, ich hätte meine auch vorher wegen. Das ist einfach nur lackbasiert, ob du vorher einen kriegst. Weil du kriegst halt so ein Basic-Ding geschenkt am Ende der Story. Aber die guten, die kannst du halt auch schon vorher kriegen, wenn du Glück hast. Ja. Aber die Musik ist unglaublich gut in dem Spiel. Muss man drauf achten, jetzt beispielsweise. Ich werde immer intensiver, dass du weiterentwickelt kommst.
Au! Fuck, 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 fuck. Was bist du denn? Ich bin diesen Grinder gefallen in die Mitte. Achso. Aber ich habe überlebt. Ich bin nicht instant gestorben. Oh, das sieht ja irgendwie cool aus hier. Da ist endlich der Stargate-Effekt, den man so lange erwartet hat. Naja, ich sehe das. Ne, geh mal rein. Ja. Es ist literally fast der Stargate-Effekt. Sag ich ja. Und das, worauf wir zufliegen, das ist der Traveler. El Traveler, wie man ihn im Spanischen auch nennt. Und im Französischen El Traveler. Nein, 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 hallo, Le Traveler. Ah, sorry, sorry. Da hast du mich zu sehr beeinflusst mit dem Spanischen. Das war nicht besser. Kannst du hier auch eins bauen? Naja, ich bin. Diese Dinger mitten im Weg, das sind übrigens die. Meinst du die? Da gehe ich fest, explodiert die. Die sind nur für Fahrzeuge. Gib mir das jetzt für das Aufheben. Kamikaze! Das ist aber das, was ich schon die ganze Zeit während dieses Let's Plays sage. Es ist einfach krass, wie dieses Spiel aussieht, ne? Ja. Besonders hier. Ja. Ach, da müssen wir hin. Hast du es schon kaputt geschossen? Müssen wir das kaputt machen? Ach, da! Ja, da musst du reinschießen mit dem Fahrzeug. Nein, beide Waffen funktionieren nicht. Davon müssen wir drei Stück kaputt machen. Naja, da hinten ist noch einer. Jesus, Alter. Du bist vorhin in so eine Mine reingefahren. Wie gehabt, kannst mein Fahrzeug haben. Dankeschön. Nein. So, geht das Ding jetzt gleich auf? Yep. Ja. Das war extremer Zufall, das geht nicht auf und dagegen. Über Explosion. Okay, ich soll vielleicht nicht in dem Laser stehen, der macht extrem viel Schaden. Oh, das ist aber ein großer. Ich hab's gesehen, wie weit du weggeflogen bist.
Wand geflogen, gestorben. Oh, nice. Hat das belebt dich wieder? Ja. So geil, wie ich weggeflogen bin. Pick up. Da sind noch mehr drin, warum kriege ich keine? Und Touchdown, Touchdown! Oh mein Gott! Touchdown. Boah, ey, das sieht ja so geil aus, ne? Ja. Lass dich mal vorrennen. Dann sieht es nämlich noch geiler aus, als wenn jemand die ganze Zeit in deinem Bild rumläuft. Oh la la. We're done here. Let's go home. The Let's end. Go. Beste Cutscene. Das ist der fiese Fettsack. Nee, ist er nicht. Nein? Ja. Also nee, dann nicht. Kid 6, bester Mann. Ja, Mann. Yeah, who needs the light when you got a fine feathered friend by your side? Am I right? Am I right or am I right? I'm right. Okay. Yeah, that's the rally point where I'll set up the teleporter. Zavala and Okoro should be at their marks by now. Zavala, we're in position. As are we. Ikora, ready when you are. Copy. Fire in the hole. Platz. Hatte sie richtig überschätzt, Alter. What's with you guardians falling down all the time? Where's Cade? If he's sticking to the plan, he's right where he needs to be. Now we just gotta get you and Ikora up there with him. Well, this changes things. I'll work on this. You need to get moving. Ikora, Cade is in place and I'm en route. Good luck, Guardian. Ja, ich muss ein bisschen mit der Hintergrundmusik aufpassen, dass die nicht gefleckt wird. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich muss hier so ein bisschen zwischendurch noch reinreden, wenn die nicht gerade sprechen. Das ist ein bisschen blöd. Ja, wobei weißt du? Cinematics und sowas werden eigentlich eher weniger geklemmt. Ja, mein Evil Within Let's Play wurde geclaimed wegen der Musik im Abspann. Ja, das ist ja was anderes.
Weil das ist ein richtiges Lied. Das ist ja einfach nur Cinematic-Musik. Ja, okay. Das ist der fiese Fettsack. Ja, Mann. Oh, the enemy attacks the city and the Almighty is lost. Lost. Explain yourself. Laid waste by the very same Guardian that somehow managed to reclaim its power and has been humiliating our forces throughout this cursed system. You would know this if you hadn't been wasting your time communing with a machine and the creature who claims to speak with. Take care your tone, Consul. My tone? We will fail in our mission to secure this power and deliver our people. For the first time in the glorious history of the Red Legion, fail because of you and your preoccupations. Look at your traveler, Dominus. The cage is complete. The time is now. Claim what is rightfully yours and take this power. Tell me, Speaker, what more does the traveler want of me? Goal. I speak for the traveler. I never said it spoke to me. This fixation is over. You have already been chosen, not by some inert machine, but by me. I chose you the day I found you. Remember who you are, what you are. You are Cabal. Cabal wait for nothing. You will take the light. Do what you swore and give me the vengeance you promised. Look at me, student. Look at me. Oh, der fiese Fettsack ist doch nicht so